Ja, natürlich. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Geschichte von Dark Souls allgemein doof ist oder so. Die ist halt verwirrend. Wenn man sich das mal, wenn man sich da wirklich richtig mit beschäftigt, alleine schon der, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ihr wisst wahrscheinlich, wenn ich meine, diesen Sonnenritter da. Schon wieder! Die erste Phase ist echt nicht schwer. Die ist wirklich nicht schwer. Jetzt löst sie sich auf. Beeindruckend. Was meint ihr denn? Soll ich die Viecher bekämpfen oder soll ich da abwarten, bis sie die zu kleinen Dings schnipst? Verliere dich in meinen Illusionen. Jetzt haben wir Spaß, Junge. Ah, das geht. Du bist überraschend begabt, Sohn des Uhus. Rennen! Da können wir jetzt wieder normal kämpfen, ohne irgendwelche ekligen Tricks. Geht bei der zweiten Phase auch? Das hätte ich immer von Anfang an machen müssen. Okay. Ich wollte eigentlich einen anderen Trick verwenden. Aber das ist jetzt ja richtig einfach. Nein! Hör doch auf mit den Schmarrn! Löst deine Dinge auf, sonst kämpfe ich nicht mit dir, Frau. Lady Butterfly. Tut mir echt leid, wenn ich nicht so viel im Chat mitlese. Aber sonst ist nicht so viel bei mir los. So. Oh, laufen! Hoffentlich laufe ich in die richtige Richtung. Ganz knapp. Aber ihr holt euch auch Elden Ring sofort, ne? Also wenn. Nein, dumme Idee. Wenn es rauskommt, oder? Nein, dumme Idee. Keine Kürbisflasche mehr. Ja, Finish! Zack! Du bist
der Kirkivor Wolf. GG. Thank you. Erinnerung, Schmetterling. Ich hätte es von Anfang an mal so machen müssen. Die erste Taktik war doch schon mal nice. Ja? Schlag, dodgen, Schlag, dodgen. Weil ich habe das bei einer Speedrunnerin gesehen, die hat die zweite Technik, hätte sie ja auch machen können, aber hat sie ganz anders gemacht. Da hat sie den Angriff immer abgebrochen, so dass Schmetterling halt immer tretet und du dann quasi immer blocken musst. Du machst den Schlag, den cancelst du, sie tritt, du parierst. Und somit hast du die Parry-Anzeige schneller voll. Natürlich, das dauert länger für einen Speedrunner, aber naja, immerhin. Geschafft ist geschafft. Ich nerv's. Du hast tapfer für mich gekämpft. Ich darf diese Treue nicht verlieren. Treuer Wolf, nimm mein Blut und lebe wieder. Okay, das war's. Jetzt können wir theoretisch... Irgendwann kann man da wieder zurück. Doch. Ich kann euch sagen, wer das ist. Ich weiß es nämlich schon, wer das war, wer uns da erstochen hat. Ich, überlasse es euch, ob ihr das wissen wollt, wer das war. Ich spoil euch das. Was ist? Wollt ihr das wissen? Ich sag's euch. Hab ich neue... Ah, genau, Nebelkrähe habe ich auch. Ich irgendwas verbessern? Das war die Eule, genau. Die hat euch einfach mal so eiskalt erstochen. Okay, nichts zum Verbessern. Ich mach das jetzt einfach nochmal. So, und jetzt kann man da wieder hingehen. Und ja, wenn man jetzt dahin geht, wo die Schmetterlingfrau war, dann findet man die Eule. Und dann kämpft man gegen die Eule. Aber nee, das schaffe ich nicht. Dafür muss ich erst ein bisschen was anderes machen. Ich kann meine Angriffskraft verbessern. Ja, dann hast du wahrscheinlich schon... Ich weiß gar nicht, ob man das immer noch machen kann. Also, wie gesagt, da ich kenne mich jetzt nicht so aus, dass ich sagen kann, hier, das und dies musst du so machen. Und dies und das ist der richtige Weg. Deswegen habe ich ja auch hingeschrieben, dass man gerne, wenn man dich hier auskennt, gerne helfen kann. Du kannst ja auch gegen... Ich habe mich ja damals im Let's Play ziemlich verskillt. Also ich habe zum Beispiel habe ich diese Fähigkeit nie geholt. Gar nicht. Kiri Konter. Ja, nehme ich jetzt einfach mal. Genau, diese Fähigkeit habe ich nie geholt, wo ein bisschen Vitalität bei so Finishern zurückgeholt wird.
Ich habe mich nachher nur so ein bisschen auf das zweite Schwert verlassen. Ich habe ein paar Kopflose getötet, nicht alle. Ja, definitiv. Definitiv, habe ich auch einen habe ich auch einen falschen Weg genommen. Ich habe, oha, für die, ich weiß gar nicht, wie die Trophäen hier aussehen. Beziehungsweise Erfolge. Ich habe mich nachher dafür entschieden, dass ich dem göttlichen Erben abdanke, quasi, dass ich nicht mehr zu ihm gehöre. Und dann kämpfst du ja gegen... Also du verbündest dich ja quasi dann mit deinem Vater. Und dann kämpfst du gegen... wie heißt die? Gegen Emma? Emma Summer kämpfst du dann? Jetzt kann ich endlich lauschen. Ich weiß, ich bin wirklich schwer krank. Das Land der Ashina wird nicht länger bestehen. Nicht einmal mit Genichiro auf unserer Seite. Was ist mit unserer anderen Mission? Der Schwarzhut kämpft wie ein Dämon auf der Schlangentalseite der Burg. Dorthin gehen wir als nächstes. Aber verlier nicht den Kopf. Der Schwarzhut-Dachs wird sich nicht kampflos ergeben. So, und dann kämpfst du gegen Emma Summer. Und wenn du Emma Summer besiegt hast, genau, dann kämpfst du gegen Ishin. Und das habe ich nie geschafft. Und dann habe ich auch nie weitergezockt. So, erstmal ein paar Ratten jagen. Mutz. Gift doch mal irgendwann von alleine auf. Beziehungsweise, das bringt mich nicht ganz um, oder? Ich glaube, jetzt kann ich wieder zu dem Tengu zurück und sagen, dass ich nicht Ratten gejagt habe. Ratzviecher. Ich weiß nur, ich weiß gar nicht, welches Ende ich im Let's Play damals geguckt habe. Nachdem ich da nicht weiter gezockt habe, ich mir ein Let's Play angeguckt. Aktuell schaue ich auch eins. Und ja, ich gehe jetzt ein bisschen auf die Skills besser ein. Einfach so planlos. Oh, sieht aus, als hättest du doch ein paar Ratten gefangen. Ja. Ich wusste doch, dass du Talent fürs Töten hast. Wunderbar. Hier ist deine Belohnung. Nimm sie. Ashina. Esoterik Text. Was ist das? Die Wege der Ashina-Klinge. Das ist unser Kampfstil, aber es gibt keine festgelegten Regeln. Du gewinnst einfach deine Kämpfe. Das ist die wichtigste Regel des Ashina-Stils. Ich hoffe, er kann dir bei deiner Rattenjagd behilflich sein. Und natürlich auch bei deinen eigenen Kämpfen. Ja, es gibt echt krasse Leute, auch was Bloodborne angeht und Dark Souls. Hat ja einer mal gespeedrun. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er ja alle Dark Souls hintereinander gespielt, ohne einen Treffer. Ich glaube, das erste Mal wurde er getroffen, kurz vorm letzten Endboss. Dann hat er wieder von vorne angefangen. Allein das müsst ihr euch mal geben, so. Das ist keine Chance. Das wäre so... Ich weiß nicht, wie lange brauchst du für Dark Souls 1 und 2 mit allem? Und dann wirst du vom letzten Gegner getroffen und musst wieder von vorne anfangen. Also wenn du Bock hast und das an einem Abend durchziehst, mein Respekt auf jeden Fall. Aber das ist krass. Ichimonji brauche ich unbedingt. Das ist Doppel-Ichimonji, das weiß ich schon. Und das ist auch eine Technik, die ich echt gerne benutzt habe. Ja, Speedrunner, oh Gott, also... Wenn sie jetzt glitchless, so, Zunge sortieren, zocken, dann ist es krass. Wenn die nachher so, wie ich hab,
Ich weiß nicht, schaut ihr Speedrandale? Echt jetzt? Da müsst ihr mal eingeben, Sekiro Speedrun. Da kommt ihr dann auf den Speedrun, den ich geguckt habe. Die hat auch richtig geile Techniken. Was von Sekiro? In 20 Minuten? Ja, man sollte mindestens ein Spiel einmal selber durchzocken. Dann kann man sich eigentlich so eine Speedruns einfach mal angucken. Kommt ja immer drauf an, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, dass ihr auf PlayStation zockt, wenn ihr von Trophäen redet. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt jede Trophäe haben, das ist ja auch schon mal ein Akt. Das machst du ja auch nicht einfach mal so. Das ist, ich habe das auch mal gemacht, aber irgendwann habe ich dann gesagt, so, dass so ein Spiel, weiß ich nicht, fünfmal durchspielen musst, weiß ich nicht. Nee, danke, dann habe ich auch irgendwann keine Lust mehr. Kriege ich den hier von hier oben? Eigentlich ja, ne? Oh, das ist noch so eine fette Kampfgesau hier. Nicht alle auf einmal, Freunde. Wie der Dicke immer warten muss, so. Die Schläge kann ich nicht blocken, ne? Dumm, 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 dumm. Doch, kann ich? Ich dachte mal, die sind... Nein, nicht nach vorne dodgen! Ich dachte mal, die sind so ein bisschen... heftig. Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Ich meine, wenn da so ein Hammer auf dich raufdritscht, du mit dem kleinen Katana... irgendwo muss auch Grenzen geben. Aber anscheinend nicht. Hier irgendwas? Exploren belohnt sich meistens. Oh, jetzt kommt gleich dieser Bulle. War auch ein Gegner, den ich irgendwie nicht geil fand. Oh. Da ist der letzte Kampf. Jetzt frage ich mich, ob die Brücke vorher schon kaputt war. Ich meine, da wollten sie ja fliehen, ne? Also, es wäre dann Ende der Reise gewesen. Also ich weiß, sobald das Schriftzeichen kommt, das sind die, die Dinger, die du nicht... Ja, was mache ich denn? Das sind die Dinger, die du nicht blocken kannst. Habe ich gar nicht das Konfekt benutzt bei der Frau, wie ich es eigentlich wollte. Genau, zum Beispiel die Asche benutze ich auch ganz gerne mittlerweile. Und so Sachen, die ich gar nicht benutzt habe in meinem ersten Playthrough. Ja gut, du bist auch unerfahren und weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Und ich meine, wenn ich bis zu Emma da gekommen bin und natürlich, ich habe den Drachen verpasst, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, ich pack das Spiel beiseite und zocke das anderes Mal.
Warum? Warum triffst du mich immer? Auch ein bisschen Lebensenergie. Hatten wir da? Unser. Eigentlich möchte ich keine Probleme verschwenden. Na kommt. Nee, das ist doof. Wenn ich den Stier mache, dann brauche ich alle Fiolen und da kann ich so auf. Zick. Ja, ich würde mir die auch mal anschauen. Aber dann werde ich immer so. Ich habe auch echt überlegt, ob ich das schieße. Ob ich das überhaupt streamen soll, weil es ist ja auch immer so eine Frage. Ja, ich kann ja auch hier rüber gehen. Das geht ja auch. Ja, ich habe schon bei meinem anderen Streamer zugeschaut. Wenn du die falschen Leute drin hast, die dann sagen, ah, guck mal, falscher Move. Hätte ich nicht so gemacht. Ich lasse mir davon ja nicht das Spiel verderben. Ich ignoriere die dann ganz einfach. Aber trotzdem finde ich das immer doof. Vor allem, wenn es der erste Durchgang ist. Dann soll man lieber, wenn man den Leuten helfen will, die dann unterstützen, nicht so niedermachen. Lauf einfach an euch vorbei. Tschüss. Hätte lauschen können. Kommen die jetzt alle hier rein, sag mal? Oh nö. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt den Boss trigger. Dann sind die auch da drinnen, ne? Richtig? Das finde ich jetzt ungeil. Kommt schön raus da. Ja? Der Stier soll die killen. Ja, komm, wir versuchen es einfach. Kann man den Stier eigentlich auch blocken? Man kann alles blocken, kann das sein? Essen.
einfach drauf. GG, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ah. Und vielen Dank für den Follow. Nochmal? Beruhigt zu haben. Die verdammten Diebe sind noch am Leben. Was? Was ist mit dem Bullen? Wo ist der Bulle? Der Bulle ist tot. Nee, sorry, das sind... Das war das eine Mal... Ach, das ist... Raid. War mal ein Raid? Es ist der gleiche Ton, deswegen... wundere ich mich jetzt. Okay, das... Ich muss ganz ehrlich sagen... habe ich nur geschafft durch eure Unterstützung. Weil den habe ich vorher auch nie... Der hat mich vier oder fünfmal fertig gemacht. Also erstmal hier. Die Statue. Ja, weil ich da zweimal drin stehen habe, raided. Ah ne, raided, hosted und follow. So, so, vielen Dank für alles, für alle drei. So, rasten. Oh. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das zu Ende erzählt habe. Tatsächlich war ich echt am Überlegen, das gar nicht erst zu streamen. Weil wenn du dir den Anfang anguckst, wenn du dir wirklich... Ja, stimmt, du bist oben dreimal vertreten. Wenn du dir den Anfang anguckst, ich hatte echt schon so ein bisschen Bedenken, wo ich gesagt habe... Das war ein scheiß Anfang, das war ein richtig scheiß Anfang. Wenn sich das einer anguckt, Blamage. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Weshalb betet ihr? Ihr da, habt ihr schon mal vom Senpo-Tempel gehört? Der Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. Ein ganz besonderer, heiliger Mensch lebt dort. Kommt, betet mit mir. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Ich würde sagen, einfach gutes Gameplay. Obwohl es nicht gut ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega schlecht bin. Ich bin aber auch bestimmt um Längen nicht gut. Dass man, da könnte man noch so viel verbessern. Auch alleine schon, dass wenn ich blocken will und nervös bin, dann immer hier den mache, anstatt gezielt einmal zu drücken. Aber, ja. Kurosama, es ist Zeit, Emma-sama. Ja, ich weiß. Genichiro-sama erwartet euch, nicht wahr? Ich werde nach oben in den Turm der Ashina-Burg zurückkehren. Wolf, das Schilfrohr, das wir schon einmal benutzt haben. Diesmal werde ich es benutzen, um dich damit zu rufen. Ach, das, wenn man so macht, ich dachte immer, das ist so eine reine Glückssache, wenn du so machst. Weißt du, das ist hier so, wenn ihr so, so Street Fighter oder so Fighting Games spielt, einfach so tausendmal irgendwelche Tasten drücken und dann, oh, ich habe eine Spezialattacke gemacht. Wie habe ich es gemacht? Keine Ahnung. So, aber die Profis, peng, 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 so gezielt. So, ich soll hier ein Item verwenden, sagst du, welches denn? Irgendeins, egal? Eine Scherbe. Die sind, glaube ich, unwichtig. So ein Ballon. Glück. Gut so, das ist der richtige Weg. Genau so betet man. Ihr seid wahrlich fromm. Ich biete euch daher dies. Oh, was? Einfach so ein Konfekt. Ah, cool, wusste ich nicht. Ah, komm, ich bin in Kampfeslaune. Kommt her. Oder auch lieber nicht. Ich bin sicher, ihr seid alle schon informiert. Der bevorstehende Kampf wird über das Schicksal von ganz Ashina entscheiden. Wir setzen jetzt unser Leben aufs Spiel. Für Ishin-sama. Und das Volk von Ashina
Wir sind Ashina! Wir sind unbezwingbar! Oh! Huah. Ja, Ashina! Ja, okay, vielleicht. Wie hast du das rausgefunden? Hast du es einfach gemacht? Oder hast du das irgendwo gesehen? Ich meine, ich wäre da nie drauf gekommen, dass das geht. Ich meine, einige Charaktere quasseln ja einfach nur vor sich her. Und da weiß man immer nicht, ob das so viel Sinn macht, was die da erzählen. Der hat wieder zwei Leben. Hier, vielleicht wird es jetzt mal Zeit, so eine blöde Zellanschäbe da zu werfen. Echt jetzt? Soll's die... Wie die nicht reagieren? Wie wirfst du denn auch? Und jetzt gerade ganz kurz japanisch geredet? Oder wie, Summer? Er hat die Porzellanscherben nie benutzt. Ja, okay, wenn du so eine YouTuber schaust, die wirklich so ein Wissen haben, dann ist geil. Hört auch auf mich zu schießen. Ja, das ist doch klar. Natürlich. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Schlaf gut. Dich mal ganz kurz anvisieren, sonst wird das nichts. Ah, das waren. Aua. Das war doof. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke für den Follow, auf jeden Fall. Freut mich sehr. Ich glaube, wenn ich so nette Leute jetzt hier finde, dann habe ich schon irgendwie Bock, auch meinen ersten, vielleicht die ersten 5-6 Stunden Elden Ring mit euch zu teilen. Aber mal gucken. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier auf jeden Fall weitermache, aber irgendwie die Lust gepackt, dass ich das im Stream einfach weitermache. So. Ich bin sicher, ihr seid alle schon. Ich will nur die Schützen triggern. So viel dazu. Wer ist er denn? Ihr seid kein Samurai dieser Burg, nicht wahr, mein Freund? Ihr seht aus wie ein Shinobi. Ein Fähiger noch dazu. Ja, tatsächlich. Ja, oft online sein. Ja, wollte ich tatsächlich auch. Aber ich bin eher so... Ich mache eher mehr Let's Plays als Livestream. Aber das möchte ich ändern, auf jeden Fall. Das ist richtig. Das dachte ich mir. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch bitte, die Samurai hier auszuschalten? Es sind ein paar unschöne Dinge passiert. Und jetzt verfolgen sie mich Tag und Nacht. Ich bin am Ende. Diese Ashina-Samurai sind so verbohrt. Die müssten doch Besseres zu tun haben, als mich zu jagen. Ich werde euch natürlich entschädigen. Ich handle mit Informationen. Schaltet die Samurai hier für mich aus.
Und ich verrate euch etwas ganz Besonderes, mein Freund. Ja, man muss doch erstmal damit klarkommen, wenn man denn so ein Spiel zockt. Ich nehme es ja auch parallel gerade auf für YouTube. Muss ich nachher mal gucken, wenn ich so lange Pausen habe, dass ich die denn nachher rauscutte. Das ist nicht so schlimm. Dafür kann man ja nachher Videos zurechtschneiden. Ich habe mich immer gefragt. Ja, okay, das mache ich gleich sowieso sauber. Aber erstmal will ich den da fertig machen. Ich habe mich immer gefragt, wie das eigentlich ist. So, wenn man nachher so... Ich meine, wenn du die großen Streamer anguckst, die wirklich echt viele, viele, viele Zuschauer haben, wie die denn überhaupt noch durchchecken und das lesen. Aber ich finde, wenn du das nachher nicht liest, ist auch irgendwie doof. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn möglich viele da sind, auch dass du dabei auch spielst und nicht im Lesen versinkst. Aber das denke ich mal, das spielt sich ein. Ich bin, was das angeht, kommentieren und das... Ich bin ja selbst auch so, wenn ich sage, hey, da ist gar keiner da. Ich mache einfach meine Szene, ne? Kommentiere, als wenn 50 Leute da sind oder so. Ich bin sicher, ihr seid alle schon informiert. Alleine auch schon, weil die Leute sich auch VODs angucken, habe ich gesehen. Von ganz Ashina entscheiden. Wir setzen jetzt unser Leben aufs Spiel. Für Ishin Sama. Und das Volk von Ashina. Wir sind Ashina. Wir sind unbezwingbar. Oh. Wir Ashina! Ja, ich weiß auch nicht. Na, ich bin ja auch gerne bei kleinen Streamern unterwegs. Wie man es am besten macht. So, ne, da glaube ich, springe ich nicht nochmal runter. Ich glaube, du musst halt. Alleine wenn du dann auch mal so eine kleine Pause machst und einfach nochmal rüber guckst, was die Leute schreiben. Denk mal, das ist doof gewesen. Denk ich dir noch? Das ist unfair. Ich musste ihm wenigstens einen Punkt abziehen. Geht's doch nicht. Ja, das stimmt. Das ist wirklich schwer. Ist eigentlich bei so vielen Spielen bei mir so schwer, weil ich teilweise wirklich alles aufnehme. Weil ich kann ja auch nichts archivieren hier. Ich habe ja auch einen Live-Let's Play von Alice Madness Returns, falls ihr das was sagt. Für Ishin Sama und das Volk von Ashina. Wir sind Ashina. Und das war jetzt wirklich nur Glück. Das ist das Blöde bei mir. Ich weiche auch bei einem Mikiri-Konter aus. Ja.
das war knapp. Oh, schnell! Finish! Zack! Juhu! Ja, das stimmt. Da musst du echt wirklich aufpassen, was du, vor allen Dingen bei so kleinen Kämpfen, man kannst da mal kurz rüber gucken, ne? Ich denke mal, das ist auch leichter, wenn du einen dritten Monitor hast, wo du halt wirklich den Chat auf ganz groß hast, dass du das wirklich alles genau, ganz genau lesen kannst. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal... Habe ich nicht. Noch nicht genug. Nicht genug Herzteile. Aber kann ich mir... kann ich mir jetzt... Jumanji 2. Ja, das Blöde daran ist, du kriegst halt dieses Zeichen. Und das ist für mich immer so, ja, nicht blockbar. Hallo, hallo, Freunde. Seid mal nicht so aufdringlich. Ich hasse Hunde aus den From Software Games. Hat er mich gerade getackelt, das Vieh? Wir sind hier nicht bei Pokémon. Kann ich mir Ichimonji kaufen. Du hast gesagt, wenn ich die hier fertig gemacht habe mit den Quatschen, er kommt sonst nämlich nicht mehr hier weg. So, ich bin fertig. Ihr seid ein Retter in der Not, mein Freund. Ich schulde euch etwas. Hier, wie versprochen, es gehört euch. Beim Signal Vimo. Notiz. Wir sehen uns, mein Freund. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch einmal. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja, richtig, genau. Das ist ein und dasselbe Zeichen. Wäre natürlich geiler, aber das wäre wieder zu einfach, wenn der Mekiri-Konter das blaue Achtungssymbol hätte. Dann gibt es ja in manchen Spielen, wo du so spezielle Fähigkeiten erwerben kannst und dann... Weiß ich nicht. Hast du vorher, sagen wir, du willst den Mikiri-Konter machen, hast das aber noch nicht gelernt und ist das Zeichen rot. Aber sobald du den Mikiri-Konter hast, ist das Zeichen... Au! Das Zeichen blau. Die Typen waren auch nicht ohne. Ich komme mal gleich hoch zu dir. Wenn ich den... Du nervst mich da ganz schön. Üb. Ey, der Typ geht mir so auf den Pelz. Oh, dabei kann der gar nichts. Sind noch mehr solche Typen. Wo war jetzt der andere Samurai-Typ hier? Und da hinten. Na komm. Ach,
der hat einen... Der hat einen Kürbiskern, das ist nett. Hallo, kannst du mal die... Rüstung kaputt machen von dem? Meter. Den ich hier hatte. Das werde ich natürlich gleich tun. Ich werde mir jetzt erstmal... Ja, den habe ich schon. Den Kern, den habe ich mir schon gekauft. Chimonji. Da kann ich ja gleich mal hingehen dann. Das ist das, was ich wusste. Da habe ich mir auch damals das erste Mal das Feuer da gekauft. Ah, hier sitzt er ja. Oh, ihr seid es. Danke nochmal für eure Hilfe in der Ashina-Burg. Ich werde eine Weile hier sein. Ich brauche Zeit, um meine ganzen Informationen zu sortieren. Wo wir gerade dabei sind. Ich mache jederzeit gerne Geschäfte mit euch. Interesse? Ja. Hatte da eigentlich... Ja, auf Lager. Ah, das ist... muss gekauft werden, um halt zu lesen. Ich glaube, die beiden Sachen habe ich mir damals auch gekauft. Aber die dreistöckige Pagode-Memo brauche ich ja nicht mehr. Da habe ich das. Das habe ich ja schon. Ah, uff. Das ist ganz schön hart. Weil da ist ja die, Prothese. Die haben wir's? Genau, die Nebelrabenprothese kannst du damit finden. Aber ich habe ja noch ein paar. Mannis. Was bringt der Beutel? Steht da nicht, ne? 1000. Sehr gut. Seid gegrüßt. Wollt ihr Geschäfte? Ja, ich möchte Geschäfte machen. Und dann das Falsche kaufen. Bis zum nächsten Mal. Emma! Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Der Weg zum Palast? Ich habe keine Kürbissamen, leider. Wiedersehen. Würde ich noch mehr geben. Was ist? Ach so. Du meinst allgemein den ganzen Weg vom Hinata-Palast, da diesen ganzen Abschnitt, wenn man komplett alle durchgeht. Okay. Das könnte man echt versuchen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch nie so richtig gefarmt. Geld angeht. Was ich auch noch nie verwendet habe, ist das Feuerrohr. Ich bin der Meinung, das habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, woher ich das habe. Ich weiß, dass du nur für den Händler auch noch eine andere Prothese kaufen kannst. Kann auch gar nichts. Das könnte ich höchstens aufwerten. Ist die aufladbar. Ah, ich habe nicht genug Geld.
Da ist auch wieder die Frage, was benutzt man nicht? Nein, in dem Traum, also wie gesagt, beim ersten Playthrough wusste ich auch nicht, dass du da ein zweites Mal reingehen kannst. Aber ich habe auch schon gesehen, dass du da lieber eine spezielle Technik brauchst. Wo du, wenn du jemanden tötest, dass du Rauch ausbreitet, dann kannst du nämlich bei dem Trinker, der ist ja auch wieder da, den Kompan, den er da hat, kannst du dann im Nebel sofort töten. Und dann brauchst du die andere Fähigkeit, wenn du jemanden tötest, dass die Energie oder das Blut in das Schwert geht, damit du stärkere Angriffe machst. Vorher möchte ich nicht ein zweites Mal in den Traum reingehen und die machen, weil es einfach bockschwer ist, das zweite Mal. Aber ich weiß nicht, ab wann du das bekommst. Ich muss Ichimonji auch noch ausrüsten. So eine coole Kampftechnik. Tja. Hä? Okay. Welchen Miniboss meinst du denn? Zähl mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Würde eigentlich noch was gucken. Fertigkeiten erwerben. Aufsteigender Karpfen, hinabsteigender Karpfen. Das ist beides eigentlich gut. Kann ich mir eigentlich erfahren. Du meinst, so ein lila Typen hatte so eine lila Weste an und der steht auf der Pagode drauf? Den habe ich schon. Weil wenn du den tötest, dann bekommst du... Dann kannst du die Pagode aufmachen und dann kriegst du den Nebelraben-Umhang. Prothese. Dingens. Den habe ich... ich weiß gar nicht, wie oft ich den versucht habe. 5-mal oder so? Aber auch nur mit dem... Da habe ich dummerweise 2 Konfekte gleichzeitig gegessen, weil ich wissen wollte, ob es funktioniert. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich will mal gucken, ob ich es vergessen habe, weil das wird ja hier in dem Schrein hinterlegt, aber ich glaube nicht. Kiste untersuchen. Ist leer. Den muss ich nachher auch noch umbringen. Jetzt muss ich nochmal den Pfad gehen, weil ich noch ein bisschen leveln will. Kann ich gleich die nächsten Fähigkeiten kaufen. Diese Karpfenattacken. Ja, ich denke mal, ich werde das jetzt auch auf YouTube hochladen. Nach und nach. Weil eigentlich habe ich okay gespielt, dass man sich das nochmal angucken kann. Schön in Stundenparts geschnitten. Macht doch gerade echt viel Fun. Obwohl, wolltest du nicht eigentlich schon zu Bett gehen? Bringen die eigentlich immer gleich viel Erfahrungspunkte oder wird das irgendwann immer weniger?
Ist ja praktisch. Ja, ich find's cool, dass du noch hier bist. Also so ist nicht. Also ich weiß ja nicht, wie dein Tag morgen aussieht, wenn du früh raus musst oder so. Ich meine, es ist ja schon. Ey, es ist ja schon fast 2 Uhr. Bist du Köderviech? Ich glaube, die Hunde in From Software Spielen sind immer gleich. Die haben immer ein gleiches Angriffsmuster. Aber ich muss sagen, so jetzt vom Anfang her, auch wenn ihr auf YouTube nachher die ganzen Parts anguckt, es wird besser. Zwar nicht so viel besser, aber es wird besser. Ach, Jibonji ist so cool. Ob es nochmal von Sekiro ein anderes Spiel gibt, also so die Richtung, also so Samurai und sowas. Also ich meine, jetzt kommt ja erstmal Elden Ring, aber allein die Machart. Eigentlich schon nice. Ach scheiße. Ach egal, komm, weißt du was? Nicht anvisieren. Shimonji funktioniert bei dem Dicken nicht. Der Ghost of Tsushima habe ich auf meinem YouTube-Kanal. Kannst du dir angucken, wenn du da bist. Weiß ja nicht, ob du sagst, du möchtest eher Let's Plays, Streams gucken, meine ich, statt Let's Plays oder guckst beides. Wo ist ein anderer hin? Der war doch hier eben. Runtergefallen? Ich will zu viel Ichimonji machen. Habe ich noch nie gespielt. Nur mal angefangen, Let's Play zu gucken. Nie wirklich gespielt. Da solltest du vielleicht mal nachholen. Was ich dir tatsächlich empfehlen kann, ich glaube, ich habe es auch auf schwer gespielt. Oh, ist er endlich zu seiner Mutter gekommen? Oh, Mutter, bis zum bitteren Ende. Der junge Herr. Ist sie jetzt an der Drachenfäule gestorben? Weil ich müsste ja im Inventar noch eine ganze Menge Drachenfäule-Gedöns haben. Die ist tot. Scheiße. Sterben die auch da dran? Ja, ist das so? Ich dachte, das Drachenfäule-Ding ist nur. Sag schnell. Das finde ich jetzt aber doof. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es nur den Status von göttlicher Hilfe, und göttliche Hilfe liegt bei 12%, einfach reduziert. So mehr göttliche Drachenfäule du hast. Sollte ich das vielleicht mal reparieren? Aber ich habe immer vor sowas immer so ein bisschen Bedenken. Weil kriege ich unendlich von diesen Drachenschuppen, die ich dafür brauche? Oder sind die irgendwann zu Ende? Weil ich werde ja nicht jetzt so durchrunnen. Nie wieder sterben. Das kommt ja dann irgendwann wieder, dieses Drachenfäule-Ding.
ist natürlich doof, wenn... Ihm geht's noch gut. Du hast dich also auch angesteckt? Willkommen. Nun, was darf es sein? Also ich muss mal Respekt an diesen Händler da absprechen, ne? Gibt andere Leute, die haben sich den kleinen Zeh am Schrank gestoßen, sind erst mal 2 Wochen krankgeschrieben. Der sitzt eisern da weiter und macht seinen Job. Trotz Drachtfäule. Phantomkunai. Das ist auch eine Prothese. Möchte ich auch, eigentlich möchte ich gern haben. Weiß nicht, ob ich die brauche. Und dann heile ich einfach mal Drachenfäule. Noch nicht morgens. Nicht gekräht. So, Drachenfäule. Können wir einfach mal heilen. Drachenfäule wieder herstellen. Ja, das kann sein, dass der ein Zuhause mehr... So, jetzt habe ich die Drachenfäule geheilt. Jetzt habe ich wieder göttliche Hilfe 30%. Ja, das... Was ich mich jetzt frage ist... Wenn ich jetzt wieder Drachenfäule alle Leute, die ich bekomme, wieder mit Drachenfäule verseucht habe, weil ich so viel draufgehe, dann muss ich mir eigentlich wieder eine Drachenschuppe besorgen. Die kann man sich kaufen. Jetzt hat der Händler, sagen wir, 6 von diesen Schuppen. Weißt du was? Angriff. Dann kaufe ich eine, dann hat er noch 5. Füllt sich das wieder auf? Oder bleibt das denn bei 5? So, dann könnte ich quasi noch 5-mal diese Schuppen kaufen. Ich weiß ja auch nicht, wie oft man das, wie gesagt, machen kann, dass man da keine Probleme bekommt. So, komm. Mach. Guck mal, und hier ist das wieder so, weil der Typ einen Speer in der Hand hat. Habe ich vor diesem Achtungszeichen gar keine Angst, weil ich genau weiß, dass das Mikiri-Konter ist. Komisch, wo man sich dran gewöhnt und wo nicht. Wo habe ich denn jetzt 1? So, okay. Dann sollst du Drachenfäule heilen. Ich meine, wenn die Mutter daran jetzt gestorben ist, was ich nicht weiß, ja, ist natürlich doof. Jetzt die Frage, was ist denn jetzt hiervon besser? Eine latente Fähigkeit, die nach erfolgreichem Parieren für ein paar Sekunden den Schaden für die Haltung aus allen Quellen erhöht. Der Ashina-Stil ist tief mit dem Fluss der Urquells verbunden. Einige Klingen zu parieren gleich den Karpfen. Bla. Eine latente Fähigkeit, die beim erfolgreichen Parieren den Schaden für die Haltung. Schaden für die Haltung aus allen Quellen. Schaden für die Haltung erhöht. Das ist denn ja quasi Level 1 Fähigkeit und das Level 2 Fähigkeit. Ich will beide haben. So. Und dann kommt er hier noch. Fällt nach erfolgreichem Torschlag halt wieder Haltung wieder her. Muss ich auch haben. Ganz, ganz wichtig. Und das ist noch nicht mal so teuer. Also den Ashina-Stil, das ist wirklich, wirklich nice. Nee, da wollte ich eigentlich nicht in Ashina-Burg. Genau, da haben wir aufgehört. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren, was das bedeutet. Vielleicht schreibt mir auch einer auf YouTube das mit der Drachenfäule. Jetzt kriegen die Soldaten keine Ansage mehr, weil der ist nicht mehr da, Freunde.
Warte mal. Ich wollte mich mal hier umschauen. War hier unten nicht auch was? Warte mal. Ist nichts. Wo ist man denn hier runtergesprungen? Komme ich hier nicht mehr raus, irgendwie? Elendig gefangen. Nee, da komme ich raus. Das ist das Anfangsgebiet hier. Kann man die Tür aufmachen? Nö. Rauschen. Wie ich gehört habe, hast du dem Hünen aus der Tarot-Truppe die Rüstung angelegt. Ja, er hat deswegen ziemlich rumgestänkert. War eine Mordsarbeit. Hat sich aber gelohnt, oder nicht? Riesengroß und extrem stark war er ja vorher schon. Und dank dir prallen Klingen jetzt von ihm ab. Stimmt schon, aber er mag die Rüstung nicht. Und dass ich sie ihm angelegt habe, gefiel ihm noch weniger. Ein geschickter Gegner könnte ihn im Kampf sicher schnell herauspellen. Den Hühn. Sind ja diese Riesentypen, ne? Nicht so geil. Torhausschlüssel, ja. Damit kommen wir. Ein Turm. Ne, Torhaus. Nicht Turm. War schon richtig gelesen. Meine Lesekünste, ne? War nicht immer praktisch und geil. Ashina Talsperre. Das sieht bei Tag so anders aus. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Und wirklich nochmal vielen Dank nochmal. Ich denke mal, ich werde das auch weiter streamen. Wenn ich dann früher oder später aufhöre, dann mache ich mir mal nach und nach weiter. Vielleicht kriege ich ja so Sekiro mal endlich durch. Die Figur kann ich gar nicht. Geschlossen. Nein! Nicht ausgereicht. Vielleicht kriege ich dann wirklich mal Sekiro durch. Das wäre ja mal was. Aber es macht doch irgendwie ultra viel Spaß. Ich habe Meldungen über einen Shinobi hier in der Gegend gehört. Das habe ich auch gehört, aber das ist in letzter Zeit irgendwie als wenn. Ich weiß. Das beweist nur, wie kurz wir vor der Schlacht stehen. Ein Grund mehr, diese Meldungen ernst zu nehmen. Oh, du Schuhkund.
Echt jetzt? Ich wollte mich eigentlich heilen. Und schon irgendwo wieder Drachenfäule. Rotzviecher, ey. Nicht gut. Komm, der hat mich jetzt gesehen, ey. Du vergiss mich mal wieder. Ja, so ist gut. Schützen. Nee. Einfach in Schützen. Okay, okay. Kill ich euch zuerst. So, schnell nach oben. Shimonji! Ah, oh, was ist er denn? Er kriegt auch Ichimonji. Der Typ in der Pfanne, ey. Gegen zwei Riesen ist... schon scheiße. Du gehst mir auf den Senkeltyp. Schlecht, schlecht, schlecht. Jetzt komm schon. Vielleicht ist seine Haltung immer noch scheiße. Nee. Stirb jetzt! Na, 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 na.
Das ist mit den Beinen hüpfen, ne? Das schön verzögert, aber... Trotzdem bist du tot. Zack. Ja, nett. Ah. Dafür war der Schlüssel. Na gut, na gut. Schauen wir uns mal um. Oh, gibst du wieder hier eine Gebetsperle? Das wäre nice. Wär wirklich neu. Ah, nee, das ist der Speer. Das war auch eine meiner Lieblingsprothesen. Wollte ich mich aber trotzdem, bevor ich hier weitergehe, noch einmal heilen und rasten. Jetzt kann ich da oben den Samurai-Typen da knicken. Das war knapp. Ich will eigentlich nicht nochmal gegen die ganze Horde kämpfen, deswegen, so wie wir das erste Mal zum Mondblickturm gegangen sind, machen wir es nochmal. Ja, das fetzt, das macht echt Fun. Das weiß ich nicht, das... Ich dachte zuerst, ei, oh. Dass das doch nicht so cool ist. Also das Spiel ist schon cool, aber mein Spielstil nicht. Ja, so kann man sich irren, ne? Ich weiß auch nicht, wievielte Part das jetzt schon ist. Aufnahme liegt jetzt schon bei 6 Stunden und 25 Minuten. Einfach mal so für nebenbei. Na gesagt. Boah, komm, dann habe ich Sekiro auch auf meinem Kanal. wo ich nie daran gedacht habe, das mal zu machen. Und das ist die Erinnerung von Kurosama. Wolf, du hast einmal zu mir gesagt, tut, was nötig ist. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was genau das ist. Ich verstehe es nicht. Wieso habe ich diese Macht erhalten? Ja, das ist eine Frage, warum du diese Macht erhalten hast. Kann ich dir nicht beantworten. Ist nicht mal Platz zum Schlafen für ihn gewesen. Ich meine, lesen. Oh. Na, bewegst du dich oder stehst du da stramm? Jetzt bewegt er sich, wetten. Zack! Den habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich auch einen netten Kampf mit gehabt. Aua. Nein, ach komm. Das hätte jetzt so gut sein können. Guck mal, wie seine Dings darunter läuft. Asche ins Gesicht. Oh komm, ich hab B gedrückt. So geil wie der Kampf angefangen hat, so beschissen hat er geendet. Mann, ey.